Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück hier bei Alone in the Ark. Captain Hook ist wieder da, ja. Und wir machen irgendwie da weiter, wo ich gefühlt vor Wochen aufgehört habe. Ja, ihr hört daran, ich bin aus dem Urlaub wieder zurück und ich habe keinen Plan mehr. Also ich weiß, wir wollten jetzt hier irgendwie Zementpaste und Kristalle holen und ich glaube, wir sind hier übergesetzt, ne, von unserer, ja, hier ist die alte Basis gewesen, genau. Oh Gott, ich meine Herren. Also da ist man nur mal sechs Tage waren es, unterwegs und es ist alles weg. Das haben diese Touren aber so an sich. Das ist immer die beste Erholung, sage ich euch. Diese Ausgrabung, weil man da eben so körperlich auch enorm viel macht und mit dem Kopf ganz woanders ist, hochkonzentriert arbeitet und das ist besser als Strandurlaub, als 5 Wochen Strandurlaub. Kann ich euch auf jeden Fall sagen. Das ist echt Hammer. So, Moment. Mal ganz kurz schauen. Der hat ein Level, Gewicht werden wir jetzt brauchen. Die hatte ich, glaube ich, alle schon parat gelegt und sind auch leer. Genau. Wunderbar. Ja, also wirklich, um den Kopf mal frei zu bekommen, sehr coole Kiste. Aber um danach noch irgendwie konzentriert wieder an einer Sache weiterzumachen, die man angefangen hat, irgendwie nicht so praktisch. Aber wir werden das schon hinkriegen. Irgendwie werden wir hier schon was zustande bekommen. So, die beiden nehme ich mit und dann wollen wir mal hier oben loslegen. Wie gesagt, also die Materialbeschaffung hatte ich noch im Kopf, um eben für unsere Fenster da genug Kristall und dergleichen zu sammeln. Ja, und natürlich werde ich auch ein bisschen was von der Tour erzählen, von der Grabung und dergleichen. Aber der Reihe nach, wir haben ja noch einige Folgen. Ich schaue gerade mal. Das habe ich fast befürchtet. Bin gleich wieder da. Ich bin nämlich viel zu voll. Ich bin viel zu voll. Ich dachte, ich hätte mein Inventar auch schon geleert. Aber Bären und so ein Kram habe ich schon dabei, immerhin. Das ist okay, aber ich bin viel zu schwer. Wir müssen uns relativ leer machen. So, schauen wir mal rein. Ist hier noch ein bisschen Platz? Nicht wirklich. Damit ist das voll. Kann ich noch ein bisschen... Da kann ich noch einiges stacken. Das ist gut. Und hier, da habe ich eh nicht so viel. Hide habe ich nichts. Okay. Das heißt, guter... Moment. Wir haben noch einen zweiten Schrank. Da wird doch was gehen. Da haben wir noch Platz. Komm, dann machen wir das so. Wurde übrigens gefragt, wie das geht, dass man hier immer halbe Stacks mit einer Taste quasi wegdrückt. Das ist Shift und T und dann wird immer ein halber Stack weggelegt. Und das machen wir hier und das machen wir auch da rein. Und ganz ehrlich, brauchen wir auch nicht. Sonst noch was? Nö, aber wir können uns mal einen schönen Hut anziehen. Damit das ein bisschen formschöner daherkommt. Finde ich gerade ganz gut. Und die Blumenquality machen wir runter. Zack. So. Jetzt aber. Jetzt kann es losgehen. Ach ja. Ja, wie gesagt. Also quasi gerade heimgekommen. Jetzt war ich heute noch einen ganzen Tag im Präparationsraum. Wenn die Fossilien, die man rausholt, die müssen natürlich auch irgendwie präpariert werden. Und jetzt bin ich da die ganze Zeit unterwegs gewesen. Meine Finger bestehen irgendwie zu gefühlt 50% aus Sekundenkleber. Es ist toll, wenn da wieder was daneben geht. Das war so eine alte Tube. Die ging nicht richtig auf. Irgendwann ging sie dann auf. Nur nicht dann, wo sie sollte. Da hatte ich den Salat. Naja. Aber ja, ne? Also wenn man Fossilien findet, die müssen auch entsprechend präpariert werden. Die müssen aufwendig aus dem Stein gekitzelt werden. Gerade bei den Sachen, die wir da suchen, ist das eine sehr, sehr zeitaufwendige Geschichte. Oh. Das wollte ich gar nicht. Eine Fliege gefressen und zack, ein Level ab. Und das ist so manchmal auch ein bisschen schwierig. Ich habe dieses Hobby sehr intensiv betrieben, das Fossilien sammeln. Und seit ich YouTube hier ein bisschen intensiver mache, ne, so ganz klein bisschen intensiver, ist das fast ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Was ich sehr bedauere. Ich würde sehr gerne beide Hobbys sehr intensiv machen, aber dazu fehlt mir dann ein bisschen die Zeit. Wie war das mit den 48-Stunden-Tagen? Ich hatte da schon mal eine Petition ausgerufen. Ich glaube, ich muss das nochmal ernsthaft verfolgen, während Fred Feuerstein hier wieder über München Süd in Richtung See läuft. So. Ich muss das irgendwie nochmal genauer
in Angriff nehmen, diese 48-Stunden-Tage. Da muss doch was zu machen sein. So. Oh. Ich vermisse ein paar Biberdämme, muss ich ganz ehrlich sagen. Was haben wir denn da? Ein Kano. Oh, der scheint aber hochlevelig zu sein. Nö, Level 9. Seit wann halten die so viel aus? Ist ja Wahnsinn. Das sind aber schöne Biberseen, so ohne Biber. Mir dünkt, dies wurde gefixt. Kann dies sein? Das ist aber echt ärgerlich. Hier waren doch gefühlt 3 Milliarden Dämme. Was denn jetzt? Mann, ich glaube, ich habe aus Versehen hier den... Mann, wird halt der schwarze Raptor gefressen. So ein schöner schwarzer Raptor. Okay. Keine Dämme mehr. Das ist scheinbar gefixt worden. Shit. Jetzt ist die Frage... Ist das der See, wo ich... Ich mach mal die Sky Quality wieder an. Ich glaube, die hatte ich letztes Mal ausgemacht, weil wir irgendwie schlechte Sicht hatten. So ein bisschen wenigstens. Ich bin jetzt echt überfragt. War hier nicht noch ein zweiter See? Hier unten glaube ich nicht. Ich glaube, da musste man dann dafür hoch. Müssen wir eh. Da oben ist ja dann die Höhle. Nicht ein einziger Biberdamm hier. Wir waren 35 das letzte Mal. Mindestens. Selbst hier auf dem Weg hoch war einer. Ich weiß das genau. Ach, das ist jetzt aber ärgerlich. Ich hatte eigentlich ehrlich gesagt auf mehrere hundert Zementpaste gehofft. Und mir den Bärensattel schon schön ausgemalt. Aber ja. Geht nicht, weil ist nicht. Das ist echt ärgerlich. Wir gehen da jetzt mal hoch. Da oben waren auf jeden Fall auch welche. Das weiß ich noch vom letzten Mal. Ansonsten müssen wir die Biberdämme versuchen, mit dem Peteranodon zu lernen. Wobei ich... Da ist einer. Sehr gut. So, und da du eh aggro werden wirst, tut's mir leid, aber ich habe schon eine Bibi und zwei Biber kann ich gerade gar nicht gebrauchen. So, und vor allem kein Level 9er. Ich muss dazu sagen, der... Ach, guck mal, wen haben wir da? Wen haben wir da? Wo kommt ihr denn her? Hä? Um euch wollte ich mich eigentlich später kümmern, muss ich ganz ehrlich sagen. Komm, ein bisschen Chitin. Ja, 22. Muss ich mal so auseinandernehmen. Ja, jetzt haben sie natürlich mich getroffen. Ja. Langsam. Und nochmal 31 Chitin. Wahnsinn. Ich müsste die eigentlich händisch auseinandernehmen, aber bin ich zu faul. Sag ich ganz ehrlich. Ja, Gewitter. Lange nicht mehr. Ach, schön. Ist schön wieder da zu sein auch, muss ich sagen. Auch wenn ich die Tour sehr genossen habe, aber ich habe auch das hier echt vermisst. Es ist echt schwierig mit zwei so zeitintensiven Beschäftigungen, da irgendwie immer eine Zeit für zu finden. Für alles. Echt schade. Aber wie gesagt, an so einer Präparation, also ich hatte jetzt einen Fisch gefunden, einen relativ schönen, der hat so ein paar 20 Zentimeter, ist jetzt kein Riese, aber ein ganz schöner. Und an dem werde ich sicherlich wieder ungefähr 30 Stunden, schätze ich mal, sitzen, bis der halbwegs so raus ist, wie ich mir das vorstelle. Und das ist dann schon durchaus Zeit. Moment, da kommt Pelz raus, dann nehme ich den doch noch auseinander. Habe ich ganz vergessen. Auch wenn Pelz wiegt, aber wir werden den früher oder später brauchen für eine Rüstung. Um sicher ins Schneebiom zu kommen, denn da will ich auf jeden Fall hin. So, jetzt haben wir hier, glaube ich,
keine Sorgen mehr, was Biber betrifft. Ansonsten wären die nämlich jetzt schon aggro gewesen. Ich bin mal so mutig. Bibi? Bibi ist gar nicht dabei. Warum habe ich Bibi nicht mitgenommen? Kann mir das jemand sagen? Ich weiß es nicht. Weil du dumm bist. Dumm wie Brot. Okay. Aha. Das ist aber unpraktisch, dass es gar nicht so viel Zementpaste mehr. Aber egal. Ich glaube, bei dem Biberdamm haben sie ganz gewaltig gefixt. Ich finde das gut. Ich finde das gut, es war einfach übertrieben, wenn man überlegt, wie viel ich im letzten Spielstand an Zementpaste hatte, nur durch diese Dämme. Unglaublich war das, absolut unglaublich. Und dann ist es ja irgendwo auch überhaupt keine Herausforderung mehr. So, das brauchen wir auch nicht. Die hier hauen wir uns gerade rein. So, dann haben wir das auch wieder weg. Ja gut, und wie sieht es bei dir jetzt aus, gewichtemäßig? Viel geht nicht mehr. Jetzt müssen wir dann noch ein bisschen... Warum habe ich den Biber nicht mitgenommen? Ich weiß es nicht. Müssen wir noch ein bisschen an. War da was im Wasser? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Dann. Retour. Komm schon, Fred, du schaffst es. Ich bin echt voll zuversichtlich, dass du das auch schaffst. Du bist toll. So, pass auf. Die Kugel ist eine Unterwasserkugel, die geht ab wie Sau. Ja, hat auch absolute Stromlinienförmigkeit, die quasi keine Widerstände. War das da gerade ein Biber? Das ist ein Biber. Hatte Glück. Ich wäre jetzt da ehrlich gesagt rangegangen und der Biber ist Level 38. Okay. Gut. Alles klar. Wir müssen zurück. Den Rexy holen. Ich will da kein Risiko gehen. Das war eine Kugel Level 4, glaube ich, als ich die mal gezähmt habe. Mal schauen. Ja, Level 24, ehrlich gesagt, da will ich jetzt kein Risiko gehen und auf den Biber. Rexy, wir gehen mümmeln. Und... Okay, ich dachte, der kann so da durchlaufen. Rexy, du schaffst es. So. Der braucht jetzt ein bisschen länger. Oder besser, die... Und zack. So. Das Problem hätten wir dann auch weg. Und jetzt muss ich mal gucken gehen, wie viel da drin ist. Wie gesagt, hauptsächlich die Zementpaste interessiert mich. Toll. Das ist riesig. Wie viel Gewicht habe ich? Zack. Zack. So. Das geht noch. Toll. Freut mich. Also, ich brauche nie mehr im Leben Holz. Ich hätte höchstens mal gucken sollen, ob nicht am Ende unten noch, glaube ich, ja, wenn ich da drauf bin, kann er sich nicht mehr bewegen. Alles toll, alles super. Ich hätte mal gucken sollen, ob unten im See eventuell Zementpaste drin ist. Das weiß ich jetzt gerade. Da war ja auch ein Biberdamm im See. Kann man ja auf dem Rückweg machen und gegebenenfalls nur die Zementpaste erstmal rausnehmen. Genauso wie jetzt. Weil ganz ehrlich, ich wollte eigentlich, ehrlich gesagt, viel Kristall holen. Und alles, was ich jetzt habe, ist Holz. Super. Ist echt super, also mega. So, zum Kristall holen brauche ich hauptsächlich... Das geht noch. So, zum Kristall holen brauche ich hauptsächlich hier den Fred. Insofern können wir das mal so machen. Und dann gehen wir jetzt in die Höhle, würde ich sagen. Da kriegen wir am ehesten den Kristall. Und dann müssen wir ein paar Mal hin und her laufen. Das hilft ja nichts. Dann müssen wir wieder runter zum Boot. Achso, ich darf nicht so schnell... Da müssen wir wieder runter zum Boot, ein bisschen Holz abladen, ein bisschen Zeug.
Wahrscheinlich muss ich nur ein, zwei Schränke bauen. Und dann holen wir halt nochmal Kristall, nochmal Eisen. Da müssen wir nicht so oft hin und her, solange wir noch keinen Lastenvogel haben. Was aber im Übrigen eine Option wäre, zu sagen, wir nehmen... Ich habe doch ein paar Pfeile dabei. Wir haben auch... Ja, Fleisch. Gott, es reicht im Zweifelsfall, wenn wir da oben einen schönen Argentavis sehen. Wäre auch das eine Option. Im Argentavis könnte man wesentlich entspannter auf... Hallo Katze. Hallo Katzin. Oh oh, die eine hält mir viel zu viel aus. Ah ja, nee, komm, es geht. Die ist nur Level 15. 31. Ma, die wär's gewesen. Hätte ich durchaus genommen. Hätte ich durchaus genommen. Aber na gut. So. Ist echt eine gefährliche Gegend hier. Gehen wir jetzt in die Höhle oder gehe ich hoch einen Adler suchen? Also, einen. Was zum. Oh. Ja, ich komme, ich helfe euch. Es dauert nur ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum. So. Fred hat gekillt. Wunderbar. Ne, die sind ja alle wehrhaft. Das ist echt wichtig. Was mir übrigens auffällt, mir ist noch kein Lystrosaurus hier begegnet. Das sind ja die neuen Tierchen. Und heute hier, wo ich aufnehme, soll im Übrigen ein Patch rauskommen. Kommen die denn alle her? Soll im Übrigen ein Patch raus... Yes. Das sind ja gar nicht viele. Alter, was... Was ist hier los? Was ist hier los? Das war ja... Boah, das war das letzte Mal ja schon ein bisschen spannend hier zugegebenermaßen, aber gerade ist es ja doch sehr heftig. Was wollte ich sagen? Wo hier gerade ein Patch, wo ich hier gerade spiele, soll demnächst ein Patch rauskommen, wo man dann auch die Dodos und die Dung Beetles werfen kann. Ganz ehrlich, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Dodo-Weitwurf. Ich schätze, das wird olympisch demnächst. Oh, Gewicht? Nee. T-Rex ist kein Gewichtstier, das müssen andere machen. Irgendwie sieht das da drin so anders aus. Auch lauter Raptoren drin, wie es scheint. Und jetzt schon wieder. Boah. Was geht hier ab? Hier wurde einiges geändert, habe ich so das Gefühl, an der Karte, seit wir das letzte Mal hier waren. Und ich fürchte auch, dass die Tausendfüßler auf uns warten in der Höhle. Zum Glück tragen wir nur eine Heidrüstung, denn die gehen wohl auch, wenn man auf dem Dino sitzt, direkt auf die Rüstung. Also auf den Reiter. Das ist unglaublich. Kommen die Raptoren da rausgestimmt und sind voll aggro. Das ist ja unglaublich. Das ist echt unglaublich. Ich sitze auf dem Rex und die Raptoren werden aggro. Nicht übel, aber was mich da drin anlacht, ist auch nicht übel. Alter, ich sehe nichts, aber ich glaube, da sind ganz viele Spinnen. Moment. Hilfe. Alter Vater. Alter Vater. Nice. Okay, Chitin ist definitiv nicht mehr unser Problem. Und Fleisch auch nicht. Da werfe ich gleich mal ein paar Tonnen weg. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr bewegen vor Fleisch, so ungefähr hier. Sehr unglaublich. Zack, 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 zack. Gammelfleisch heben wir auf hingegen. Das machen wir weg. Das kann... Das ist ja Wahnsinn, wie viel hier jetzt... Gut, ich habe immer noch hochgestellt, logischerweise. Ich bin immer noch mit mehr Ressourcen unterwegs. Also mehr Ressourcen pro Schlag quasi bekommt man raus. Aber das ist ja... Boah. Ist schon heftig. Übrigens habt ihr ja auch fleißig weiter kommentiert. Ich habe noch nicht die Zeit gefunden. Komm, wir kriegen wieder genug. Ich habe noch nicht die Zeit gefunden, alle Kommentare zu lesen. Was ich allerdings bisher gelesen habe, wir steigen gleich ab, um das Zeug zu holen. Ich will erst sicher gehen, dass hier alles sauber ist. Was ich allerdings bisher so gelesen habe, ist, dass der Bauplatz gut ankommt. Dass ihr da auch so ein paar Ideen hattet, wie man noch was gestalten könnte und machen könnte. Das werde ich mir noch genau anschauen. Und dann auch noch ein paar Kommentare beantworten, selbstverständlich. Oder dann auch hier drauf eingehen. Aber noch
Noch habe ich da, wie gesagt, nicht ganz die Zeit so gefunden. Ich bin ja quasi erst gestern Abend heimgekommen. Heute, wie gesagt, den ganzen Tag dann im Präparationsraum zugebracht. In meinem Keller da unten. So. Dann will ich mal mit Freddy hier was machen. Crystal. Geht ganz gut was raus. Okay. Ja, toll. Man bleibt hier. Ich muss ja durch. So. Zack. Zack. Das Dumme an der ganzen Geschichte ist, der ist schon voll. Ach, ist das doof alles. Wisst ihr was? Wir haben einen Biber, ja? Jetzt mal ganz ehrlich. Wir haben einen Biber. Wir wetzen einmal durch einen Wald und haben mehrere hundert Holz. Ich schmeiß das jetzt weg. Im Rex ist noch ein bisschen was drin. Wir sind hier, weil wir das Zeug hier wollen und weil wir vielleicht auch ein bisschen Stein mitnehmen, denn das brauchen wir auch in Massen, das Zeug. 252, da geht noch ein bisschen was. Woher kommen denn schon wieder die Rare Flowers? Habe ich die vergessen, in Rex zu stopfen? Ich weiß es gar nicht. Und was soll der Mist hier? Oh! Ah, okay, ich dachte gerade, ich hätte die Beeren gefressen. Das wäre ein bisschen doof gewesen. So, das noch da rein. Ein bisschen was geht dann da noch. So, und hier bei dir, du hattest doch Pilze und das ganze Gedöns hier, oder nicht? So, Wahnsinn, wie viel Chitin. Das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Hier oben haben wir noch Hyde. Wir sortieren das gerade mal ein bisschen. Überblick ist durchaus nicht ganz verkehrt. Hier haben wir... Das ist jetzt wiederum nicht sehr viel. Das muss ich mal so festhalten. Das ist jetzt nicht sehr viel an Zement passt. Aber für einen leeren Sattel würde es ausreichen wiederum. So, komm, das noch weg, das noch weg. So. Ach, das geht auch noch weg. Fleisch. Weißt du, wenn ich da was will, dann fresse ich irgendwas. So. Also dann. Zack. Ach, die habe ich jetzt alle auf Follow. Okay. Lass mich durch, lass mich durch. So, dann gehen wir da rüber, machen den Kristall noch weg und dann sollten wir eigentlich ein paar hundert haben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir für so ein Dingskirchen da brauchen, für so eine Glaswand. Ich glaube, ich habe die noch gar nicht gelernt, oder? Ich weiß es gar nicht. So. So. Irgendwie habe ich das befürchtet, dass der Rex mir jetzt den Weg versperrt. Ich... Diese Tierchen, diese sind. Mann. Immer so anhänglich, ne? Immer so anhänglich. Ja, jetzt kommt der Fred hier, ist auch noch auf Follow auf irgendwie. Halt, was? Bleib stehen. So, gleich. Ja, wir okay. So, ich komme. Ich. Alter, ich fliehe. So. Da gehen noch, naja, so. Nicht viel. Bisschen was. Bisschen was können wir da noch reingeben. Das war schon zu viel. Ehrlich gesagt. So, das passt ungefähr. Und dann schauen wir mal, wie viel wir hier noch reingeben können. Wisst ihr was? Auch hier bin ich jetzt einfach brutal. Ja, was soll's denn? Blöde Holz, ehrlich. Holen wir dann nochmal separiert. So. Bisschen Metall haben wir also auch noch, wobei ich glaube, Metall hatten wir, oder? Ich glaube, Metall hatten wir doch angeschmissen und war noch in unserer Schmiede, in unserer Forge auf dem Schiff, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber ich weiß es nicht mehr so. Wie viel geht denn hier jetzt noch rein? 172, da geht doch noch einiges. Ich glaube, das schmeißen wir dann ganz rein. Und dann holen wir nochmal ein bisschen. Ich weiß es jetzt gar nicht, aber ein bisschen Metall mitzunehmen schadet auf keinen Fall. So, das noch. Huch. Kristall wollte ich eigentlich, aber gut, haben wir noch mal ein bisschen Metall mitgekriegt. Und da drüben ist noch einer.
Und dann sind wir hier mit dem auch wieder voll. Der bewegt sich ja jetzt schon kaum noch. Ist das immer gut? Ist gut, dass ich ihn bei Ghost auf Follow habe. Dann läuft er wenigstens immer in die Richtung. Ich denke mal, das dürfte noch ungefähr reingehen. Steige ich mal auf. Wie weit kommen wir da? Auf 433 von 520. Das ist gut, das reicht. Und du kannst noch ein bisschen tragen. Dann schauen wir mal, dass wir das noch mit Metall auffüllen. Das dürfte ein Schlag sein. Mehr wahrscheinlich geht auch nicht. Oder nee, da drüben ist noch Kristall. Das ist wichtiger noch. Schneller, schneller. Okay, toll. Das war kein Kristall. Das war Kristall. 378, wunderbar. Wir machen nochmal ein bisschen Gewicht. 406, wenn ich absteige, hast du... Bleib noch stehen. 304. Mal ganz kurz schauen. 365, jetzt ist er zu schwer. Jetzt ist er zu schwer. 365. Und er hat... Der Fehler mit dem, wie bei Bibi hier, dass ich mich dann wundere, dass die Tierchen alle überladen sind. Der passiert mir nicht in Roman. Nee, nee, nee. Braucht ihr gar nicht drauf zu warten. Ich lerne tatsächlich dazu. Ist unglaublich, aber wahr. 314 haben wir noch. 328. Das sollte reichen, so zum Bewegen. Also dann. Ab dafür. Ach so. Ja, die wollte ich eigentlich wegwerfen. Die habe ich mit Tee genommen. So, jetzt geht's aber. So, ab dafür. Wir sind voll. Es geht zurück zum Floß. Ach, schön wieder da zu sein. Ehrlich, ich find's cool. Und die Spinnen gibt's auch noch. Wahnsinn. Wahnsinn, wie viele von denen. Also was vorher die Biberdämme waren, sind jetzt die Spinnen, habe ich so das Gefühl. Na, das wird eine längere Rückreise, glaube ich. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Der Dienstagsstream ist, wie ihr gesehen habt, ausgefallen. Wie gesagt, ich bin ja erst am Montagabend heimgekommen. Jetzt ist übrigens jener Dienstag. Es ist ungefähr 10 Uhr, halb 11 wahrscheinlich mittlerweile. Also, oh. Muss dahin. Moment, wir machen das. Da war was Schnelles gelaufen. Ich hatte gerade etwas Panik, muss ich zugeben. Ich versuche mal so dahin zu kommen. Ach Mann, leck mich doch. Du kommst mal mit. Wir schaffen das. Ich nehme lieber mal den Speer. Ich hoffe mal, hier ist jetzt nichts respawned. Ansonsten habe ich ja eine ganz gute Verteidigung dabei. So. Und die Team Legends in grün als Blueprint. Na supi. Da freue ich mich aber. Also was wollte ich eigentlich sagen? Dienstags Stream ist ausgefallen. Wie gesagt, da hatte ich keine Zeit. Das hatte ich aber auch schon angekündigt in meiner Urlaubsinfo-Folge, dass das eher schwer werden wird. Kommt der Dödi da hinten noch? Nee, Moment, Dödi ist das. Da hinten ist wieder Fred. Der Fred braucht länger. Unglaublich. Aber natürlich geht's jetzt wieder weiter mit dem Stream. Am 24. müsste der nächste sein, oder? 24. ist der Dienstag. Kann das sein? Ich weiß es gerade schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist da auch Release von Overwatch. Daher überlege ich vielleicht, das mal zu streamen. Es wurde auch mehrfach gefragt, ob ich nicht mal Alone in the Ark streamen könnte. Aber da habe ich einfach ein Problem mit. Ich nehme das gerne im Voraus auf, zum einen. Und da ich das im Voraus aufnehme, ist dann ein bisschen Spoilergefahr. Dann würdet ihr was sehen, was in den Folgen noch gar nicht da ist. Irgendein Tier, was ich auf einmal habe, was noch gar nicht gezähmt ist in den Folgen oder dergleichen. Das wäre unglücklich, wie ich finde. Wäre nicht so schön. Und irgendwie ist der Fred noch langsamer als sonst. Und von daher habe ich da bisher Abstand genommen, dass... zu streamen, komm weg, 25 Stone, wir holen es uns schon wieder. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich es ehrlich gesagt auch sehr als Let's Play-Format schätze.
Ich denke, anderes eignet sich besser zum Streamen und das macht mir einfach als Let's Play hier so viel Spaß mit den Kommentaren, ein bisschen Verzögerung, ein bisschen überlegen, über was man quatschen kann. Natürlich kann man das auch schön in einem Stream so ein paar Themen durchkauen, aber ich finde das eigentlich gut, wie es ist und will es daher eigentlich nicht ändern. Aber ich denke, wir haben da genug andere Spiele, wo wir mal im Stream ausgiebiger reinschauen können. Ich würde ja auch immer noch gerne wieder Fragmented, muss ich sagen, mal zocken. Das ist eigentlich ein sehr cooles Game. Hat bisher nur sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und nein, 6 mach rum über die Ohren, Mann. Ja. Ach, gucke, ein Rex. Das wird spannend. Ja toll, ich habe noch kein Fernglas. Na toll. Ja, dann wird das mit 10 eher schwierig. Dann wird es mit 10 eher schwierig, aber was ich gerade sehe, ist, da drin sind die Biberdämme. Ist das, da ist ein Babybiber. Guck mal, ein Babybiber. Babybiber. Oh Gott. Nee. Kein Babybiber. Wo? War hier nicht gerade ein Babybiber? Schock mich mal nicht so, Ghost. Mann. Oh, Moment. Entschuldigung, ich musste mal spontan niesen. Das kam plötzlich. So, ja. Machen wir das? Ich dachte, da wäre gerade ein Babybiber gewesen. War das der Fisch oder ist der Babybiber einfach weg? Babybiber. Muss man 5-mal hintereinander schnell sagen. Ich glaube, dann ist man auch kirre im Kopf. Ich würde sagen, ich lasse die jetzt mal aus dem Wasser raus stapfen. In der nächsten Folge holen wir uns dann zumindest noch die Zementpaste daraus. Das auf jeden Fall. Und dann, ja, wird wohl dieser Rex da dran glauben müssen. Ich hätte den Biber mitnehmen sollen. Ich ärgere mich so derb. Dass ich den nicht dabei habe. Den hätte ich mitnehmen sollen. Dann hätte ich jetzt eine laufende Smithy dabei und hätte mir ein Scope hier, ein Fernrohr basteln können. Und dann hätten wir da den T-Rex mal untersuchen können im Vorfeld. Was ein Ärger. Mal wieder top vorbereitet. Es geht nichts über perfekte Vorbereitung. Oh Mann. Aber ich hoffe, ihr habt da nachsehen, weil, wie gesagt, ich kam jetzt hier aus dem Urlaub zurück und stand hier erstmal irgendwie davor, vor diesem Spielstand und dachte mir, was ist los? Was wollte der Mann eigentlich machen? Ja. Mittlerweile habe ich es wieder so ungefähr raus, aber so ganz perfekt ist es nicht. Also ohne Biber, der hätte den Stein auch eingedampft und das Holz eingedampft und wäre eine Smithy gewesen und überhaupt so toll und ich habe nicht dabei. Na gut, nächste Folge geht's weiter. Wie gesagt, ein bisschen zu tun haben wir und ich hoffe, ihr begleitet mich weiterhin dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.